Ja, moin zusammen. Wir möchten euch heute erzählen, warum Gemeinschaft für uns so wichtig ist. Ja, wir sind vor 15 Jahren durch einen Alpha-Kurs zum Glauben gekommen. Und danach wurde neben den Gottesdiensten der Hauskreis zu einer ganz wichtigen Säule zum Bleiben und Wachsen im Glauben. Wir treffen uns zweimal im Monat mit bis zu 12 Personen hier bei uns im Wohnzimmer. Wir haben große Freude auch am gemeinsamen Singen. Das habe ich früher nie geglaubt. Nach dem Singen machen wir eine Befindlichkeitsrunde. Da kann jeder erzählen, wie es ihm gerade geht. Und es tut auch gut, wenn man über die Sorgen und Belastungen des Alltags erzählen kann und sie mit anderen zu teilen. Oft findet man auch Trost und Rat. Danach lesen wir oft in der Bibel oder in einem christlichen Buch, meistens nur ein paar Verse oder einen Abschnitt, und dann diskutieren wir darüber. Wir sind dabei nicht sehr schnell. Wir haben fürs Markus-Evangelium haben wir 3/4 Jahr gebraucht. Beim Lesen stellen wir dann immer wieder fest, wie hochaktuell die Probleme von vor 2000 Jahren teilweise auch heute noch sind. Wir sind, weiß Gott, nicht immer einer Meinung, respektieren aber inzwischen sehr stark die Meinung der anderen, weil der gemeinsame Glaube trägt uns und ist eine gute, große Brücke. Zum Abschluss beten wir auch füreinander. Das hilft und gibt Kraft und Zuversicht. Seit dem Corona-Shutdown hört man immer wieder, was die Menschen vermissen. Reisen in ferne Länder, Kino, Konzerte, Partys, Fußball, tanzen gehen und so weiter. Wir beide vermissen die Gemeinschaft mit anderen und vor allem unseren Hauskreis sehr. Wenn alles klappt, treffen wir uns bald wieder mit Masken, Abstand, aber leider noch ohne Singen. Darauf freuen wir uns schon ganz doll. Darauf. Macht's gut, bleibt gesund und behütet.